10, 9, 8. Side-based ignition. 6. Es ist der 6. Februar 2018. Der Jungfernflug der Rakete Falcon Heavy des US-Unternehmens SpaceX. 2,5 Minuten nach dem Start werden die unteren Antriebsmodule abgetrennt. Nach 8 Minuten landen zwei der Booster zeitgleich wieder in Cape Canaveral. Ein weiterer PR-Coup für das Unternehmen und dessen Gründer Elon Musk. Er gilt als Wegbereiter einer neuen Raumfahrtindustrie. In Deutschland tüfteln seitdem junge Unternehmer an ihrer ersten kommerziellen Rakete. Softwarefirmen nutzen Daten aus dem All, um Gasnetze oder Wälder zu überwachen. Studenten bauen ihre eigenen kleinen Forschungssatelliten oder probieren sich an der Raketentechnik aus. Auf der politischen Ebene wachsen die Rivalitäten, Europa gegen Russland und China. Das Ziel, ein eigenes Satellitennetzwerk mit sicherer Datenverschlüsselung. In der Raumfahrt ist ein neues Zeitalter angebrochen. Die Technische Universität in Darmstadt. Seit 2016 gibt es hier die Hochschulgruppe TUTSAT. Die Studenten entwickeln ihren ersten Kleinsatelliten, einen sogenannten CubeSat. Kantenlänge rund 10 cm. In den Würfel bauen sie später Sensoren ein, die Gammastrahlung und geladene Teilchen im All messen können. Wichtig ist später auch die Außenbeschichtung. Also wir haben so retroreflektive Folien auf unserem Satelliten. Und die werden wir dann von der Erde aus mit einem Laser bestrahlen und dann eben mal gucken, was wir zurückkriegen. Also ob wir daran eindeutig erkennen können, dass das unser Satellit ist. Das ist ein Experiment, das wir durchführen, weil Satelliten, gerade so CubeSats, nach dem Start oft verloren gehen und man sie dann nicht mehr identifizieren kann. Und damit versuchen wir halt, ob wir den Satelliten finden können. Was wir auch noch haben, ist die Möglichkeit, Video- und Bildaufnahmen zu machen aus dem All, um einfach mediale Aufmerksamkeit auch und Reichweite zu schaffen und letztendlich auch mehr Leute für das All zu begeistern. In wenigen Wochen soll ein Uni-Wettbewerb der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA starten. Ein wichtiges Etappenziel für die Studenten. Sie nehmen dann 1,5 Jahre lang an einem Trainingsprogramm zum professionellen Satellitenbau teil. Wir müssen nicht das große Ganze vorweisen können, wir müssen solide Basisarbeit vorweisen können und die auch wirklich so detailliert ist, dass wir sagen können, okay, alle großen Probleme sind erkannt, sind adressiert und wir müssen jetzt eher noch die Details ausformulieren und bearbeiten. Also ja, es ist sehr wichtig für uns. Die Hochschulgruppe hat rund 150 Mitglieder, die aus verschiedenen Fachrichtungen kommen. Physiker, Informatikerinnen, Mathematiker, Elektrotechniker. Alle eint die große Leidenschaft für das Weltall. Manche haben schon Praktika etwa beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum oder bei der ESA absolviert. Ich war dann auch mal in einem von den Kontrollräumen und durfte auch mal ein Kommando an einen Satellit senden. Und das ist halt, wenn man sich überlegt, dass der Satellit einfach da draußen ist, man schickt ein Kommando hin und der sendet einfach zurück, dass alles okay ist. Also das ist schon wirklich eine krasse Erfahrung auch. Es muss ungefähr so um die Public-Sachen von SpaceX gewesen sein, dass es auch medial ein bisschen mehr wurde. Und da habe ich gesagt, naja, das ist eigentlich schon interessant und auch cool. Es vereint so ein bisschen diese Luftfahrtsachen. Es ist auch, wo man beruflich hingehen kann. Ein US-Unternehmen und dessen Chef als Inspirationsquelle für die junge Generation. Elon Musk hat SpaceX 2002 gegründet. Vor 12 Jahren steckte er noch in den Bauarbeiten für seine erste Raketenbasis in Cape Canaveral, in Sichtweite des NASA-Gebäudes. In Firmenvideos führte er persönlich über das Gelände. Damals erzählte er, dass 80% aller Raketenbauteile im Werk vor Ort produziert würden. Die erste Rakete, die Falcon 1, war komplett privat finanziert. Nach einigen Fehlschlägen konzentrierte sich Musk auf das Nachfolgemodell, die Falcon 9. Das Ding ist die Turbopumpe, die Brennkammer, die Düse und hier drin stecken die Bordelektronik und Kontrollventile. Juni 2010, der Jungfernflug der Falcon 9. Der Lohn für viel Risikobereitschaft und Durchhaltevermögen.
Elon Musk hat auch gezeigt, dass sein Ansatz ein anderer ist, nämlich Dinge auszuprobieren, bei denen man selber nicht weiß, ob es funktioniert. Und wenn man genau hinguckt, hat es ja bei ihm nicht funktioniert. Falcon 1 hat nicht funktioniert. Und er hat weitergemacht. Und das, glaube ich, ist die größte Leistung, die er vollbracht hat, dass er da weitergemacht hat. Er selber sagt ja auch, dass er damals dicht daran war, bankrott zu gehen. SpaceX hat aber mit Sicherheit in der öffentlichen Wahrnehmung alles verändert. Also ich finde es, ich sage immer spaßeshalber, dass die Anzahl der T-Shirts mit NASA-Aufdruck auf der Straße, wie viele Jugendliche damit rumlaufen, wie en vogue das ist, wie hip das ist, das ist auch etwas, was SpaceX erreicht hat. In der Raumfahrt, die jahrzehntelang staatlich geprägt war, begann eine neue Zeitrechnung. 2011 hob das Space Shuttle zu seinem letzten Flug ab. Es endete eine Phase langer Entwicklungszyklen und extrem teurer Produktion. Das zeigt ein Kostenvergleich der Raketenstarts. Um 1 Kilogramm Nutzlast in den erdnahen Orbit zu bringen, berechnete man beim damaligen Space Shuttle $65.400. Die russische Soyuz-Rakete schlug mit $17.900 zu Buche. Die europäische Ariane 5 liegt bei umgerechnet 10.200. Die Falcon 9 von SpaceX gilt mit nur $2.600 als Preisbrecher. Die Falcon Heavy kommt sogar auf $1.500. Bei SpaceX liegen Entwicklung und Produktion in einer Hand. Manche Bauteile sind aus einer leichten Aluminium-Lithium-Legierung. Die Unterstufe der Rakete ist wiederverwendbar. Das bringt viele Kostenvorteile. In Deutschland wollen sogenannte Micro-Launcher vom US-Vorbild lernen. Die Firmen produzieren kleinere Trägerraketen mit einer Nutzlast zwischen 500 Kilogramm und 1,3 Tonnen. Alle befinden sich noch in der Entwicklungs- und Testphase. Geflogen ist noch keine Rakete. Der Vorteil von Microlaunchern ist, dass Nutzlasten zielgenau, termingerecht in den Orbit gebracht werden können, auch wenn sie klein sind. Große Raketen sind natürlich kosteneffizienter, was den reinen Preis pro Kilogramm angeht. Pro Kilogramm Nutzlast. Allerdings muss der Kunde dann Kompromisse eingehen, denn er fliegt genau dahin, wo die anderen Nutzlasten auch hinfliegen. Die deutschen Mittelständler versprechen also einen schnelleren Flug ins All. Und der Satellit erreicht genau die Umlaufbahn, die der Kunde wünscht. Trotzdem müssen sie auch günstig produzieren. Die Raketenkonkurrenz schläft nicht. Es gibt über 100 Firmen und Startups weltweit in dem Bereich, die dort arbeiten und den Service anbieten wollen. Und gleichzeitig ist aber auch ein hoher Bedarf da von Satellitenkunden. Hoher Bedarf heißt, in der Raumfahrtbranche ist ein regelrechter Satellitenboom ausgebrochen. Auch der wurde maßgeblich wieder von SpaceX befeuert. Seit 2018 schießt das US-Unternehmen regelmäßig seine Starlink-Satelliten ins All. Die bauen eine schnelle Internetverbindung von mehreren 100 Megabit pro Sekunde auf. Besonders für entlegenere Weltregionen gedacht, wo es keine schnellen Festnetzanschlüsse gibt. Mehr als 2000 Starlink-Satelliten kreisen schon im Orbit. Insgesamt befinden sich derzeit mehr als 4800 Satelliten im All. Fast 3500 davon werden wie Starlink kommerziell genutzt. 150 dienen zivilen Zwecken, etwa der Wissenschaft. 506 sind staatlich, 411 militärische Nutzung, etwa zur Spionage. Der Rest lässt sich nicht eindeutig zuordnen. Satelliten sind heutzutage wahre Alleskönner. Etwa die Sentinel-Satelliten der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA, die Teil des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus sind. Mit ihnen lassen sich Ozeane beobachten, Schadstoffe in der Atmosphäre messen, Landschaften kartieren. Auf diese Daten greifen zum Beispiel Landwirte zu, um ihre Felder optimal zu bewirtschaften. Auf einer Vegetationskarte sehen sie, wo das Getreide besser und wo schlechter wächst, wo der Landwirt mehr und wo weniger düngen muss. Ebenfalls schon Realität die Überwachung von Gasnetzen per Satellit. Hochauflösende Fotos erkennen, ob es vor Ort Gefahrenquellen gibt, mit einer Genauigkeit ab 30 Zentimetern. Für Unternehmer noch ein Nischenmarkt.
Die Verfügbarkeit ist sehr eingeschränkt bei den hochauflösenden Daten, weil eben noch nicht so viele Satelliten im Orbit sind, die eben das leisten können. Wenn man sich jetzt aber die geplanten Missionen auch von den Anbietern, von den Bildanbietern anschaut, wird ganz deutlich, dass eben viele Satelliten gelauncht werden sollen in den kommenden Jahren, die eben genau diese 50 und 30 Zentimeter Auflösung haben. Unternehmen aus der New Space-Branche können so auch den Warenverkehr an Häfen überwachen oder frühzeitig erkennen, wo ein Waldbrand auszubrechen droht. Besonders wichtig im Klimawandel. Viele mittelständische Unternehmen wissen gar nicht, wie viel Wert eben in diesen Satellitendaten, in Sensordaten stecken, Drohnendaten. Und unsere Vision und Mission ist es eben, durch verschiedene Applikationen das in die breite Masse zu bringen. Und da sehen wir in naher Zukunft auch die Zusammenarbeit oder wollen die Zusammenarbeit auch mit kommunalen Ämtern, Behörden auch anstreben. Satellitenboom und Billigraketen verleihen der Raumfahrtindustrie neuen Schwung. 2021 lag der Umsatz weltweit bei 370 Milliarden Dollar. Laut Prognose von Euroconsult steigt der Wert bis 2030 auf 642 Milliarden. Die Luft- und Raumfahrtmesse ILA in Berlin, einer der wichtigsten Branchentreffs in Europa. Das Thema New Space sorgt in den Unternehmen nach wie vor für Aufbruchsstimmung. Einer unserer Kunden baut eine Kommunikationskonstellation um den Mond auf. Es wird weitere Anwendungsfälle in die Richtung geben. Es gibt einen berühmten Player in den USA, der den Mars im Visier hat. In den letzten paar Jahren war das Klima relativ gut und für Startups Funding und Geld, halt Resources von verschiedenen Institutionen zu kriegen. Investoren aus der ganzen Welt haben das Thema Raumfahrt und Raumfahrtanwendungen für sich entdeckt und bauen eben da neue Lösungen, die schneller, agiler produziert werden, wo auch andere Entwicklungsmethoden benutzt werden. Leo, winken! Die Studenten aus Darmstadt zum ersten Mal auf der ILA. Zwei Wochen zuvor gab es eine Überraschung. Ihr Satellit darf auf einer chinesischen Rakete mitfliegen. Der Hauptgewinn bei einem zweiten internationalen Uni-Wettbewerb. Wir hatten das gar nicht mehr auf dem Schirm, weil die Bekanntgebung eigentlich ja schon ein Jahr vorher war. Und dann hatten wir es quasi schon alle vergessen und gesagt, da kommt nichts mehr. Es hatte dann auch keiner mitgerechnet gehabt, dass man da überhaupt noch was zurückbekommt und dann noch eine so positive Meldung, sage ich mal. Die Hürde, der Start ist schon im nächsten Jahr. Das ist unser Hauptproblem, dass es einfach sehr kurzfristig ist in Bezug auf unsere Mission und generell für den Raketenstart oder für den Satellitenstart auf eine Rakete. Und das bereiten uns die meisten Sorgen. Die Gruppe überlegt nun, nicht alles selbst zu bauen, sondern einzelne Teile oder den Korpus des Satelliten von anderen Hochschulgruppen zu übernehmen. Derweil geht die eigene Forschung weiter. Termin bei einer Firma in Pfungstadt, die mit Equipment und Expertise hilft. Die Studenten wollen ihren Satelliten außen mit einer reflektierenden Folie bestücken, um ihn so später von der Erde aus per Laser orten zu können. Unser CubeSat hat 6 Seiten, von denen 4 effektiv mit Solarzellen komplett belegt sind, eine teilweise belegt ist und eine komplett mit der Folie bespannt ist. Wir müssen hier herausfinden, ob unsere Folien wirklich für den Weltraum geeignet sind und ob sie die optischen Eigenschaften haben, die wir erwarten. Vor allem, ob die Folie den Laserstrahl stark genug reflektiert. Zunächst der Vergleich mit einem handelsüblichen Spiegel. Der wirft den Strahl zu mehr als 95% zurück. Wir haben jetzt hier im Prinzip eine Signalamplitude, das könnt ihr halt mal messen, von knapp, sagen wir, 5,8 Volt ungefähr von dem reflektierten Strahl. Jetzt die Folie. Wie stark ist deren Reflexionsleistung? Die Studenten messen 2,5 Millivolt. Der Strahl ist 2000-fach schwächer und das auf nur wenigen Metern. Es ist halt so, dass diese Folie im Prinzip wie ein Sprühstrahl wirkt für den Laserstrahl. Der wird halt nicht quasi als scharfer Strahl wieder zurückgeworfen, sondern der geht quasi wie so eine Sprühdüse auseinander. Ein ernüchterndes Ergebnis. Doch auch die geringe Reflexion der Folie könne ausreichen, um den Satelliten über hunderte Kilometer zu orten, meinen die Studenten. Zusätzlich wollen sie an der Außenseite kleine Steinchen anbringen, sogenannte Corner Cubes. Die reflektieren besser.
Die sind eben an drei Seiten so geschliffen, dass man dass das Licht genau retroreflektiv wieder dahin zurückreflektiert wird, wo es herkam. Und die werden auch schon in der Raumfahrt viel benutzt. Also das ist State-of-the-Art-Technik. Die Steine sind allerdings teuer. Im Original 80 Euro pro Stück. Deutlich mehr als die Folie. Die Kosten spielen auch bei Uni-Projekten schon eine wichtige Rolle. Frühere Satellitenbauer haben sich darüber vermutlich nicht den Kopf zerbrochen. Erstmal mussten sie einen Satelliten überhaupt ins All bringen. 1957 war es soweit. Sputnik 1 funkte an die Erde. Die US-Luftwaffe konnte den kleinen russischen Erdtrabanten dank einer Spezialkamera sogar sehen. Sputnik war für den gesamten Westen damals ein Schock. Der Wettkampf der USA mit der Sowjetunion um diesen Erdsatelliten wurde von den Sowjetrussen gewonnen. Das war gar nicht in erster Linie auf einen Zweck fokussiert. Denn Sputnik 1 konnte nichts anderes als piep, piep, piep machen. Ja? Insofern war das erstmal nur eine Machtdemonstration, wie auch der Wettlauf zum Mond eine Machtdemonstration war. Es ging da nicht in erster Linie um Wissenschaft oder um Technologie. Es ging einfach um, wer ist der Erste, wer ist der Schönste im ganzen Land. Die USA wollten zum Gegenschlag ausholen. Zwei Monate nach Sputnik sollte der Satellit Vanguard 1 in die Umlaufbahn geschossen werden. Doch der erste Versuch misslang spektakulär. Die Rakete stieg gerade mal 1,20 Meter in die Höhe. Im damaligen Kalten Krieg eine herbe Niederlage für die amerikanische Supermacht. Die Regierung startete parallel das Explorer-Programm, für das Wernher von Braun verantwortlich war. Am 1. Februar 1958 wurde dann schließlich mit Explorer 1 der erste US-Satellit in den Orbit katapultiert und der Erfolg medienwirksam zelebriert. Es ist für uns natürlich bedauerlich, dass wir nicht die allerersten waren, die dies gemacht haben. Aber wir sind immerhin glücklich genug, nur wenigstens die ersten in der westlichen Welt zu sein. In den folgenden Jahrzehnten steckten beide Supermächte viel Geld in die Raumfahrt, brachten unter anderem Spionagesatelliten in die Erdumlaufbahn. Der Beginn der Militarisierung des Weltraums. Amerika, so der Präsident, steht jetzt an der Schwelle zu einer neuen Ära. Eine Generation schreitet voran, die Ungeheuerlichkeit des Alls zu zügeln. Vor allem sollte die Sowjetunion gezügelt werden. Die Idee der US-Administration? Ein Laser- und satellitengestützter Schutzschirm gegen feindliche Raketen, in den Medien Star Wars getauft. Aus dem Vorhaben wurde nichts. Der Kampf um die Hoheit im Weltraum geht allerdings weiter. Die militärische Nutzung gerade von Satelliten rückt wieder stärker in den Fokus. Toulouse im Februar dieses Jahres. Unter französischer Ratspräsidentschaft treffen sich die EU-Minister für Raumfahrt und diskutieren dabei unter anderem über eine zu behäbige eigene Verteidigungspolitik. Es gibt inzwischen Spionagesatelliten, die mit unseren eigenen Satelliten kommunizieren können. Und andere Mächte entwickeln Technologien, mit denen sie Objekte im Orbit abschießen können. Das alles ist nicht Science-Fiction, das passiert schon heute. Manche unserer Konkurrenten investieren massiv darin. Allen voran China. Die Wirtschaftsmacht entwickelt sich zur Raumfahrtnation. Das Land schickt längst eigene Astronauten ins All. 2021 hat es mit dem Bau einer eigenen Weltraumstation begonnen. Genauso plant China laut Medienberichten ein gigantisches Netzwerk aus bis zu 20.000 Satelliten. Die Staatsführung stellt dafür viel Geld bereit. Weltweit geben die USA noch am meisten für die Raumfahrt aus, zuletzt fast 55 Milliarden Dollar pro Jahr. Danach kommt Europa mit rund 14 Milliarden. Dahinter allerdings folgt bereits China mit gut 10 Milliarden Dollar. Japan gibt gut 4 Milliarden Dollar aus, Russland weniger als 4 Milliarden. Europa ist unter Zugzwang. Die EU-Kommission will deshalb bis 2030 ein eigenes Netzwerk aus Internetsatelliten aufbauen für 6 Milliarden Euro. Sie ist extrem wichtig.
Es ist sehr wichtig, eine sichere Kommunikation zu haben. Wenn ich sicher sage, meine ich wirklich sicher. Anders ausgedrückt, die Verwendung von Quantentechnologie, eine spezielle Quantenverschlüsselung, so schützen wir die Kommunikation von Behörden, großen Unternehmen und der Verteidigung. Auch die ESA drängt auf mehr Tempo. Ob es um Internetsatelliten oder um europäische Astronauten auf dem Mond geht. Es ist sehr dringend. Wir wollen natürlich nicht ständig hinterherlaufen, sondern wirklich mitdiskutieren. Und deshalb müssen wir aufholen. Wir nennen das Accelerate. Und wir müssen beschleunigen in der Nutzung des Weltraums für die Gesellschaft, aber auch für diese Fragen der Human Exploration. In der Vergangenheit gab es häufiger Kritik an Europas Raumfahrtstrategie. Der Kontinent sei zu langsam und zu bürokratisch, habe den New Space Trend verschlafen. Man muss sich nur die Ariane 6 angucken. Das ist eigentlich ein Beispiel von kollektivem Versagen auf allen Ebenen. Ne? Ein Launcher, der immer noch nicht fliegt, der nicht wiederverwendbar ist, das zeigt einfach, was hier alles nicht funktioniert. Europa ist manchmal ein bisschen zögerlich, weil wir nicht diese großen Investoren haben, die einfach einsteigen in eine neue Idee, so wie Elon Musk mit PayPal-Geld. Ja? Und das hindert uns etwas, aber wir kommen vorwärts. Die Ariane 6 soll Europas neues Vorzeigemodell werden. Doch der Erstflug verzögert sich seit Jahren. Neuer offizieller Termin 2023. Die Studenten sind da schneller. Neben dem Satellitenteam gibt es die Raketengruppe bei TUTSAT. Deren Mitglieder sichten gerade ihre Videoaufnahmen von einem Flugtag nahe Leipzig, an dem sie teilgenommen hatten. Begeisterte aus ganz Deutschland schießen ihre Raketen hier bis zu einem Kilometer hoch. Die Studentenversion ist eine kleine Testrakete, die per Wasserdruck funktioniert. Wir füllen gerade das Wasser in den Wassertank ein. Dann steigt die Spannung. Man sieht hier ganz schön, für den Start generell wird hier jetzt an einem Zugseil, was von hier der Rakete bis hier zu uns liegt, dann gezogen, wenn dann das Okay und das Go gegeben wird. Nach den letzten Berechnungen der Gruppe soll die Rakete knapp 40 Meter hochfliegen. Doch klappt das bei Windstärke 7? Ja! Ja! Und damit ist dann im Endeffekt ein erfolgreicher Fallschirmauswurf damit bestätigt worden. Die Rakete hier nach dem Flug, richtig, richtig gut. Und dann hier unsere Daten. Ist es natürlich für so einen Raketenstart, vor allem mit so einer Rakete in der Größe, grundsätzlich erstmal, könnte man meinen, ein Misserfolg. Aber dadurch, dass wir gestartet sind, dass das Prinzip grundsätzlich funktioniert hat und dass wir auch einen erfolgreichen Fallschirmauswurf hatten, war das trotzdem sehr erfolgreich. Wenig später der zweite Start. Raketenwissenschaft heißt, möglichst viel testen. 4, 3, 2, 1, 0. Oh, oh, oh nein! Oh. Das ist leider das traurige Resultat unseres zweiten Fluges. Der untere Teil der Rakete ist heil geblieben. Leider hat den gesamten oberen Teil, die Spitze, die Elektronik komplett zerlegt, weil der Fallschirmauswurf nicht korrekt funktioniert hat. Die Studenten wollen bald umsatteln. Von Wasserdruck auf Feststoffrakete. Die bringe deutlich mehr Schub. Im Endeffekt haben wir uns so ein bisschen als mittelfristiges Ziel gesetzt, dass wir bei studentischen Wettbewerben mitmachen. Das heißt, da treten dann verschiedene studentische Teams gegeneinander an mit ihren Raketen. Und da bietet sich natürlich so ein Feststoffmotor an, weil er recht simpel ist vom Gesamtaufbau, vom Gesamtprinzip und vom Handling und nicht so viel Entwicklungszeit benötigt wie jetzt eine eigene Entwicklung von einem Flüssig-Flüssig-Triebwerk. Und dann kann man sich eben mehr auf die weiteren Komponenten der Rakete konzentrieren. Eine neue Begeisterung für die Raumfahrt. Doch die Kommerzialisierung verändert den Sternenhimmel. Mehr als 20.000 Satelliten könnten im nächsten Jahrzehnt im Orbit kreisen. Ist das Firmament ein bedrohtes Kulturgut? Der Anblick des Sternenhimmels hat jahrtausende lang halt eben Naturforscher, Wissenschaftler
inspiriert, dazu halt eben sich zu fragen, ja, was sind denn diese Punkte da oben? Da steckt schon noch auch eine tiefere Dimension dahinter, wo man sich dann fragen kann, ja, wo muss man da von höherer Stelle eingreifen und sagen, der Sternhimmel als solches ist etwas Schützenswertes. Besonders viele Satelliten kreisen im LEO, dem Low Earth Orbit, der bis in 2000 Kilometer Höhe reicht, etwa die Starlink-Satelliten. Der MEO, der Medium Earth Orbit, beginnt ab 2000 Kilometer Höhe. Hier befinden sich die Galileo-Navigationssatelliten der ESA. Ab 35.786 Kilometern beginnt GEO, der geostationäre Raum, wo sich Fernsehsatelliten befinden. Manche Betreiber wie SpaceX gehen inzwischen dazu über, ihre hellen Satelliten zu verdunkeln, um die Romantik des Sternenhimmels nicht zu stören. Die Wissenschaft muss hingegen weiter um ihren Platz im All kämpfen. Wir haben Satelliten, die dann einfach Spuren auf Bildern hinterlassen, die sich dann natürlich halt aber auch störend auf Messergebnisse auswirken. Also wenn der Satellit genau da lang fliegt, wo halt das Himmelsobjekt ist, was ich gerade zu dem Zeitpunkt untersuchen möchte, dann wird das schwierig. Letztendlich reduziert sich das Ganze auf so eine Art Grundsatzfrage. Also was hindert letztendlich die Satellitenbetreiber, dann nicht nur ein paar Zehntausende, sondern wirklich Hunderttausende zu starten? Nichts und niemand. Denn Regeln im Weltall gibt es nur sehr eingeschränkt. 1967 hatten sich die Vereinten Nationen erstmals auf einen Weltraumvertrag geeinigt. Der schreibt zum Beispiel die friedliche Nutzung des Mondes vor und ein Verbot von Massenvernichtungswaffen im All. Keine Nation, die im Weltall oder auf dem Mond aktiv ist, darf eigene Ansprüche auf den Mond oder andere Himmelskörper erheben. Dieses Gebiet gehört der gesamten Menschheit. Der Kommerzialisierung sind keine Grenzen gesetzt. Wer wie viele Raketen, Satelliten oder Menschen in den Orbit bringen darf, in welcher Höhe, was mit dem Weltraummüll passiert, all das ist nirgendwo festgeschrieben. Wenn immer Sie Recht schaffen wollen, brauchen Sie den Konsens der Akteure, sonst gibt es kein Recht. Und wenn Ihnen eine größere Anzahl der wichtigen Akteure sagt, naja, müssen wir da unbedingt Recht schaffen, eher nicht, dann haben Sie ein riesiges Problem. Und China, Russland, die Vereinigten Staaten haben ein manifestes Interesse daran, möglichst wenig zu verschriftlichen, möglichst wenig bindendes Recht zu haben, weil sie dann im Prinzip machen können, was sie wollen. Die einzige Absprache, die existiert, ist, dass jeder sein Möglichstes tut, um Kollisionen zu vermeiden. Aber wie das im Detail geschehen soll, das ist nicht abgesprochen. Je mehr Satelliten, desto größer die Gefahr von Kollisionen. Die Menge an Schrottteilen wächst. Schon jetzt ist der Orbit eine gigantische Müllhalde. Seit 1957 hat es rund 6.200 Raketenstarts gegeben. Der Weltraummüll besteht aus mehr als 130 Millionen Teilen, die oft nur ein paar Millimeter groß sind. Das entspricht einer Menge von mehr als 9.900 Tonnen. Lösungen sind gefragt. Ich würde eher so eine Regelung ansetzen wie beim Nationalpark. Diejenigen, die ihren Müll nach der Mission wieder mit rausnehmen, die dürfen fliegen. die das nicht tun, die sollten nachbessern und nachweisen, dass sie das auch tun, bevor sie fliegen dürfen. Die Studenten in Darmstadt dürfen ihren Minisatelliten nächstes Jahr ins All schicken, an Bord einer chinesischen Trägerrakete. In der Gruppe wachsen allerdings die Zweifel. Ist das politisch die richtige Entscheidung, Unterstützung aus China anzunehmen? Natürlich haben wir das nicht in Alleingang entscheiden wollen und haben da jetzt auch eine Umfrage. Die Umfrage sieht momentan danach aus, dass tendenziell 70-80% Bedenken, wenn nicht starke Bedenken haben. Der genau andere Rest ist stark dafür, dass wir dann trotzdem den Launch nehmen. Also ich glaube, uns allen war am Anfang die Tragweite dessen nicht bewusst, in was wir uns jetzt da reinbegeben haben. Und das ist uns jetzt immer klarer geworden. Deswegen sind die Bedenken auch immer größer geworden. Und deswegen sieht es ja jetzt aktuell auch so aus, als würden wir den Start nicht wahrnehmen. Immerhin haben sie jetzt mehr Zeit, sich auf den ESA-Wettbewerb vorzubereiten. Also dann sind wir dran. Tschüss. Die Bewerbungsfrist endet in 2 Monaten. Der erdnahe Orbit. Ein Schauplatz politischer Spannungen und Konflikte. Und ein verheißungsvoller neuer Wirtschaftsraum.
Ob die Geschäftsmodelle vieler Newspace-Firmen am Ende auch tragfähig sind, steht buchstäblich in den Sternen.